Unmittelbar nach Kriegsbeginn hat die bekannte ukrainische Dirigentin Oksana Lynev, die 2017 das Jugendsinfonieorchester der Ukraine gegründet hat, eine Art Hilferuf auf Social Media abgesetzt. Und ich hatte eigentlich sofort die Vision, na Mensch, wenn wir im Juni unser Bachfest feiern, unter dem Motto Bach, we are family, also wir gehören alle zusammen, dann können wir diese Party nicht feiern, ohne dass wir versuchen, dieses Orchester mit zu integrieren, es zum Teil der globalen Bach-Community werden zu lassen. Also es war eine sehr kurzfristige Anfrage und Michael Maul rief mich vor einigen Wochen von unterwegs an und meinte, ja, wir haben vor, das ukrainische Jugendsinfonieorchester zu uns einzuladen und es wäre toll, wenn ihr da mit dabei sein könntet als Chor. Und dann habe ich in den Kalender geschaut und zum Glück war dieser Tag noch verfügbar für uns als Konzerttag und dann habe ich sofort Ja gesagt, weil ich finde, dass es eine sehr wichtige Sache ist, dass wir diesen jungen Musikern hier eine Möglichkeit bieten, ihre Musik zu zeigen, ihre Möglichkeiten zu zeigen. Es ist eine sehr große Herausforderung für uns, weil natürlich nicht alle Menschen könnten gleichzeitig kommen. Alle Menschen sind aus verschiedenen Teilen der Welt hier zusammengebracht. Eine halbe von Musikern sind aus der Ukraine gekommen direkt und andere Musiker, sie sind jetzt evakuiert in Deutschland, in Frankreich, in Schweiz. Auch es ist nicht leicht mit Jungen natürlich, die in der Ukraine sind, aus der Ukraine zu Deutschland zu kommen. Und wir versuchen das Beste daraus zu machen. Für uns das ist eine große Ehre, neben den Werken von Bach und Mendelssohn auch ein Werk von ukrainischer Komponist Lysenko zu präsentieren und das Publikum von Bachfest und auch international mit unserer Kultur, mit unserer Musik kennenzulernen. Das ist eine große Ehre und Verantwortung. Hat Lysenko sehr, sehr gut aufgenommen und es freut uns sehr, weil es bedeutet, dass wir unsere Kultur und unsere ukrainische Musik sehr gut präsentiert hatten. Wir alle haben nur eine ungefähre Vorstellung davon, was sie fühlen, was sie denken, in welchen auch Emotionen sie diese Reise angetreten haben. Aber sie sollen alle wissen, sie sind zu Gast bei Freunden und wir sind in dieser Zeit mehr denn je vereint. Seien Sie unserer Solidarität vergewissert. Wir stehen in dieser Zeit zusammen und wir werden am Ende stärker sein. Das ist schon jetzt ein Ergebnis dieses furchtbaren Krieges. Europa hält zusammen, die Solidarität ist gewachsen. Das ist eine der guten Nachrichten in dieser furchtbaren Zeit. Herzlichen Dank. Ich nehme auf alle Fälle sehr viel Zuversicht und ein bisschen Hoffnung auch mit, sich so zu unterstützen, dass ein möglichst wirklich friedliches und ein tolerantes Miteinander herrschen kann. Ja, und das merkt man an dieser Stelle ganz deutlich. Da kann man sich nicht aus der Verantwortung nehmen.
Also ich glaube, für das Bachfest ist dieses Projekt eine, nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern vielleicht auch wirklich eins der zentralen, obwohl ganz kurzfristig geplanten Konzerte. Ich glaube, das ist das, was wir als Festival leisten können in so einer schwierigen Zeit. Für Begegnung sorgen, auch für Trost sorgen und letztlich auch den Musikern eine Perspektive zu geben. Jegliche Einnahme, die wir hier haben werden, kommt am Ende dem Orchester zugute und den Familien der Orchestermitglieder. Und insofern ja, ist es, glaube ich, unser Beitrag, wenn es auch ein kleiner ist, diesen jungen ukrainischen Leuten die furchtbaren Ereignisse, mit denen sie gerade konfrontiert sind, wenigstens ein bisschen vergessen zu machen und ihnen ein Stück Trost zu schenken. Wir wissen, dass Bachs Musik sowas leisten kann. Und die Musikstadt Leipzig, ich glaube, der steht dieses Projekt einfach richtig gut an. Ja, eigentlich diese Erfahrung, diese Emotion werde ich nie vergessen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten. Danke.